Zeit los. Auf der Lüneburger Heide. Das ist ein echter Klassiker. Nicht nur in der Lüneburger Heide. Dichter des Liedes, Hermann Löns. Seine Wahlheimat, Walsrode. Was denkt man hier über ihn? War das nicht ein Jäger oder was? Ein Dichter, ein Denker. Weltbekannter Mann. Klein, aber oho. Der hat sich hier ganz schön rumgetrieben und die Frauen befriedigt. Hermann Löns gilt als der Heidedichter schlechthin, als Naturfreund und Jäger. Aber er war auch tümelnder Blut- und Bodenromantiker. So ist die Jagd ein wichtiges Mittel, die Schäden der Überkultur abzuschwächen und der Rassenentartung vorzubeugen. Die Dokumentation Idyll und Widerspruch folgt den Spuren des Dichters durch die Heide, zeigt seine dunklen Seiten und seine immerwährende Popularität. Das gelbe Gras, was dazwischen ist, das ist die Drahtschmiede. Gästeführerin Helga Seebeck bietet Touren mit dem Dichter. Dafür verkleidet sie sich sogar als Hermann Löns, ganz authentisch mit Dackel. Die Blüten der Löns-Bewunderung ziemlich skurril. Also ich bin ja am 29. August 1866 geboren und meine Bücher sind ja in 10 Millionen Auflage entstanden und in 8 Sprachen übersetzt. Also ich bin Förstertochter, muss ich jetzt mal sagen. Und ich bin mit Löns Geschichten groß geworden. Und ich habe unheimlich viel Zeit auf der Kanzel verbracht. Also auf dem Hochsitz, sagt er normal. Und ich habe sogar, ich habe einmal Schule geschwänzt, weil ich einen schreienden Hirsch vor mir gehabt habe. Und da haben mir die Geschichten von Hermann Löns unheimlich gut gefallen. Das Image der Lüneburger Heide profitiert, denke ich, nach wie vor von Hermann Löns. Seine Gedichte und Schriften über die Heide sind ja noch heute populär in vielen Bereichen. Also das sind ja auch, ist ja auch der Teil der Schriften, über die man eigentlich nicht streiten braucht. Doch der andere Teil der Schriften, der hat es eben in sich. Nationalistisch und rassistisch. Wo auf der Erde etwas Großes geschaffen wurde, immer gab blondes Blut den Anstoß dazu. Es gibt durchaus halt rassistische Stereotypen in seinen Romanen, auch antisemitische Vorurteile in seinen Romanen. Und diese Gedankenwelt hat dann halt vor allem nach dem Ersten Weltkrieg dann auch zum Herausbilden des Nationalsozialismus geführt. Also ich würde nie so weit gehen zu sagen, Löns sei Nationalsozialist. Das geht nicht, wenn jemand 1914 gestorben ist. Aber er steht in einer Gedankentradition, die zum Nationalsozialismus geführt hat. Im Löns-Museum in Walsrode ist die Zeit stehen geblieben. Hier wird dem Dichter immer noch unkritisch gehuldigt. Ein schweres Ding, ich vermute Bronze. Ja, und die begleitet mich auch, solange dieses Löns-Zimmer hier besteht. Und ich wische öfter auch mal Staub hier dran. Um das Andenken des Dichters lebendig zu halten, hat sich der Löns-Verband etwas einfallen lassen. Eine transportable Erinnerungsstele. In Erinnerung an den Journalisten und Dichter Hermann Löns übergeben wir diese temporäre Stele der Öffentlichkeit. Wir werden sie bei allen öffentlichen Auftritten dabei haben. So. Jetzt machen wir das ab. Es ist eine Parallelwelt, dieser Kosmos der Hermann-Löns-Fans. Und die zeigt der Film ohne zu werten. Gleichzeitig räumt er mit dem Mythos des harmlosen Naturdichters auf. Eine kurzweilige Doku darüber, was Menschen aus Bewunderung so alles treiben und wie gut sie Unliebsames einfach ausblenden können.